Es hat sich angedeutet, nun ist es fix. Paul Georgesen-Tipp verlässt den VfL Wolfsburg und wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zu AS-ST. Eine Kaufoption besitzen die Franzosen nicht. Das neue Jahr sollte noch einmal ein Neustart für Paul Georgesen-Tipp werden, der Franzose aber legte nach Kicker-Informationen beim VfL direkt einen Fehlstart hin, indem er zu spät zum Training erschien, was entsprechend sanktioniert wurde. Das Signal für Manager Olaf Rebbe und Trainer Martin Schmidt, dass eine Zukunft mit dem Flügelflitzer vorerst keinen Sinn mehr macht. Es gab diverse Interessenten, ein Tipp aber, der vor einem Jahr für 5 Millionen Euro von Stade Rennes verpflichtet worden war, wollte zurück in die Heimat. Lucien Favre und OGC Nizza waren dran, die Entscheidung aber fiel auf ST.Etienne. Es war ein schweres Jahr für ihn, sagt Sportdirektor Rebbe. Der Spieler ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, wieder regelmäßig spielen zu wollen. Da sieht er woanders bessere Chancen als in Wolfsburg. In der Hinserie kam der 25-Jährige auf lediglich 5 Einsätze, 4 Einwechselungen, insgesamt stehen 15 Spiele und 3 Vorlagen in 12 Monaten VfL zu Buche. Ein sportliches Missverständnis, nun der Neustart in Frankreich. Er kennt die Liga, hat dort einen großen Namen, hofft Rebbe, dass ein Tipp in der Heimat wieder Schwung aufnimmt. Dort kann er sich jetzt Spielpraxis und Selbstvertrauen holen. Dann bewerten wir im Sommer, wie es weitergeht. Mit Leihgeschäften haben wir gute Erfahrungen gesammelt. Zuletzt holte der VfL mit Josip Brekalo einen Spieler vorzeitig zurück nach Wolfsburg,